Der gallertige Zitterzahn, eine Vorlesung aus Wikipedia. Der gallertige Zitterzahn oder kurz Zitterzahn, auch Eispilz, Eiszitterpilz oder Gallertstacheling genannt, ist eine Pilzart aus der Ordnung der Ohrlappenpilzartigen mit unklarer Familienzugehörigkeit. Wegen der Stacheln auf der Hutunterseite zählt er zur nicht systematischen Gruppe der Stachelpilze. Er tritt in unterschiedlichen Farbvarianten von rein weiß bis fast schwarz auf. Die Fruchtkörper sind essbar, aber geschmacklos. Kapitelmerkmale. Makroskopische Merkmale. Die gallertartig gelatinösen Fruchtkörper wachsen oft dachziegelartig übereinander und sind halbkreis- bis muschelförmig. Selten treten sie einzeln auf. Der Hut ist 2 bis 8 cm lang bzw. breit und 1 bis 1,5 cm dick. Die Oberfläche kann weiß, weißlich-grau bis graubräunlich, aber auch violett bis schwarzbraun oder annähernd schwarz gefärbt sein. Sie ist körnig, warzig strukturiert. Die Unterseite weist 1 bis 4 mm lange Stacheln auf. Das Sporenpulver ist weiß. Der Stiel befindet sich meist seitlich. Selten kann er auch zentral sitzen oder ganz fehlen. Er ist weißlich-grau bis graubräunlich gefärbt. Das Fleisch, Drama, besitzt keinen Eigengeschmack. Mikroskopische Merkmale. Die runden bis fast runden und glattwandigen Sporen haben einen Durchmesser von 4,5 bis 8 Mikrometern. Die Sporenständer, Basidien, sind längs geteilt und besitzen bis zu 20 Mikrometer lange Sterigmen. Auf der Hutoberfläche befinden sich 4 bis 15 Mikrometer dicke Härchen. Variabilität. Da beim Zitterzahn mehrere Ausprägungen von Farbvarianten beobachtet werden können, lässt sich vermuten, dass diese durch ökologische, jahreszeitliche oder altersbedingte Faktoren hervorgerufen werden. Dies wurde jedoch bisher nicht bestätigt. Fruchtkörper mit unterschiedlichen Farbnuancen können am gleichen Substrat zur gleichen Zeit und bei jungen wie alten Exemplaren auftreten. Kapitel Artabgrenzung. Der Zitterzahn ist der einzige Gallertpilz unter den Stachelpilzen und daher gut von anderen Pilzen abzugrenzen. Junge Fruchtkörper, die noch keine Stacheln besitzen, können mit weißlichen Drüslingen verwechselt werden. Kapitel Ökologie und Phänologie. Der Zitterzahn ist in feuchten Nadel- und Mischwäldern, wie beispielsweise an Nordhängen und in feuchten Schluchten zu finden. Er wächst als Saprobiont auf morschem bis verrottendem Holz. Gern auf feucht liegenden Stämmen und Stümpfen, aber auch auf kleineren Holzstücken am Boden. Bevorzugtes Substrat ist Nadelholz, vor allem von Fichten und außerdem von Kiefern und Tannen. Sehr selten kann er auch auf Laubholz vorkommen. Die Fruchtkörper erscheinen von Ende Juli bis Anfang November und teilweise auch im Dezember. Einzelne Exemplare können in geschützten Lagen bis in den April auftreten. Kapitel Verbreitung. Der Zitterzahn ist sehr weit verbreitet. Er ist in der Holarktis, in Mittel- und Südamerika, in Südostasien und Neuseeland zu finden. Außerhalb der Holarktis ist der Pilz in Amerika, in Mexiko, Panama, Brasilien und Kolumbien, wo er meist auf tropischem Laubhölzern wächst, sowie in Asien, in China, Vietnam und Indonesien anzutreffen. Innerhalb der Holarktis ist der Zitterzahn submeridional bis
temperat und ozeanisch-subozeanisch verbreitet. So ist er in Nordamerika, in Kanada und in den USA, in Asien, in Japan und in Südostsibirien sowie in Europa anzutreffen. In Europa ist der Pilz in Mittel- und Osteuropa weit verbreitet. Das Verbreitungsgebiet reicht von Großbritannien und Frankreich bis nach Ostpolen und das ehemalige Ostpreußen. In den Süden erstreckt sich das Vorkommen bis nach Italien, Griechenland, wo der Pilz sehr selten ist, und in die westliche Ukraine. Nach Norden reicht die Verbreitung zu den Hebriden und Fennoskandinavien. Dort kommt er bis über den 60. Breitengrad recht häufig vor, nimmt aber bis zum 50. Breitengrad schnell ab. In Deutschland findet sich von der Küste bis in die Alpen eine relativ gleichmäßige Verbreitung. In den Alpen ist der Pilz bis in eine Höhe von 1300, manchmal auch bis 1500 Metern über dem Meeresspiegel anzutreffen. Kapitel Bedeutung. Der Zitterpilz gilt als essbar und kann sogar roh als Salat gegessen werden. Allerdings ist dies wegen einer möglichen Ansteckung mit dem Fuchsbandwurm bedenklich. Daher sollte der Pilz vorher zumindest kurz überbrüht werden. Die nächsten Kapitel, Quellen und Weblinks erspare ich mir, sind auf der entsprechenden Wikipedia-Seite, die unten in der Beschreibung verlinkt ist, nachzulesen.